Hi Leute, Forti hier. In diesem Video möchte ich mit euch über Duelle gegen Rogue sprechen. Jeder weiß, solche Duelle können ganz schön frustrierend sein. Aber gut, man sollte auf jeden Fall über die einzelnen Fähigkeiten Bescheid wissen. Am Anfang des Fights werdet ihr auf jeden Fall eine Kopfnuss kriegen. Diese solltet ihr nicht mit deinem Trinket oder Berserkerwut oder sowas wegklicken, sondern einfach nichts machen. Die beiden Sachen werdet ihr auf jeden Fall später in dem Fight nötiger haben. Danach kriegt ihr entweder einen fiesen Trick oder Erdrosseln. Erdrosseln, weil Erdrosseln Silence, dann könnt ihr den Rogue nicht vieren, gleich am Anfang. Macht auch nichts. Ich viere zum Beispiel gerne, wenn ich entwaffnet bin oder solche Geschichten. Vieren kann man auch gut defensiv gegen einen Rogue, wenn er seine Cooldowns zündet. Zu dem kommen wir jetzt. Das ist zum Beispiel Schattentanz. Der Rogue zündet seinen Schattentanz oft mit einem Trinket zusammen. Der Schattentanz erlaubt es dem Schurken, seine ganzen Fähigkeiten auch ohne Stealth, also ohne Versteuernheit einzusetzen. Das PvP-Trinket solltet ihr auf jeden Fall fürs Blenden aufsparen, weil der Schurke setzt das Blenden meistens, nicht immer, aber meistens defensiv ein, wenn er restaten will, und das dürft ihr natürlich auf keinen Fall zulassen, also Trinket und Charge oder halt eben jeder für sich die Fähigkeit der Menschen. Auch die Rauchbombe wird gerne defensiv eingesetzt, wenn der Schurke verhindern möchte, dass er angecharged wird. Dafür nehmt ihr natürlich am besten den Heroic Leap, den heldenhaften Sprung, und kommt so an den Schurken an. Außerdem sollte man versuchen, dauerhaft auf den Schurken Kniesehne sowie Verwunden zu haben, damit er nicht so einfach restalten kann. Genauso wie Donnerknall und demoralisierender Ruf, wenn ihr die Zeit dazu habt. Und als wäre das alles nicht genug, hat der Schurke auch eine Fähigkeit Vorbereitung, die hat einen Cooldown von 5 Minuten und setzt alle anderen Cooldowns zurück. In jedem Fall hat man ein relativ kurzes Zeitfenster immer zum Bursten. Zum Beispiel, wenn der Rogue geroutet ist durch verbesserte Kniesehne oder durch Throwdown bewegungsunfähig. Im Idealfall hat der Schurke bis dahin schon seine Insignie benutzt, zum Beispiel um aus dem 4 zu kommen oder ähnliches. Und jetzt kommen ein paar Duelle gegen Prexo. Viel Spaß beim Zuschauen.
haben. Bye-bye.